Mark Hamill kennen wir ja alle als den Science-Fiction-Helden schlechthin. Ein hervorragender Pilot, der trotz widriger Umstände und schwerer Schicksalsschläge am Ende zum Retter der Galaxis und zu einem Helden einer Legende wird. Die Rede ist ja allerdings nicht von Luke Skywalker, sondern von Colonel Christopher Blair, der Hauptperson der Wing Commander-Spiele. In den 90ern veröffentlichte das Electronic Arts Studio Origin 7 große Spiele im Wing Commander-Universum und eine ganze Reihe große Add-ons. Origin, das Studio, hat übrigens nichts mit der heutigen Download-Plattform zu tun, sondern wurde ursprünglich noch von Richard Garriott selbst gegründet und hat neben der Ultima-Reihe und natürlich Wing Commander auch solche Klassiker wie System Shock hervorgebracht. In 4 der Wing Commander-Spiele schlüpft der Spieler in die Haut von Colonel Blair und um diese 4 Spiele soll es heute gehen. Thanks, Bob. These next 2 weeks will tell if we have any hope of resolving the tensions that are growing at the Wing Commander war das Mass Effect seiner Zeit. Zum einen verfügten alle Titel über das solide Gameplay-Grundgerüst eines reinrassigen Weltraumkampfsimulators. Der Spieler übernahm die Kontrolle eines Geschwaderkommandanten, der sich mit seinem Raumjäger in Schlachten gegen die fiesen Katzen-Aliens namens Kilrathi stürzte, die Systeme seines Schiffs im Auge behalten und seinen Flügelmännern Befehle geben musste. Teil 1 und 2 kamen noch mit Sprites als Raumschiffmodellen aus. Als dann LucasArts mit der X-Wing-Reihe einen direkten Konkurrenten startete, stieg auch Origin auf Polygone um. Die Grafik war für die damaligen Verhältnisse atemberaubend und schlug die der Star Wars-Macher mit Leichtigkeit. Das Gameplay war jedoch simpler und die Steuerung weniger perfekt. Dafür waren die Missionen in Wing Commander besser inszeniert. Über Funk wurden tatsächlich echte Dialoge abgewickelt und es gab Wahlmöglichkeiten. Außerdem konnten sich Missionen über mehrere Sektoren erstrecken, die durch Sprungpunkte verbunden waren. Etwas, das LucasArts erst später abgeschaut hat. Der Hauptgrund für den Erfolg war aber die, durch für damalige Verhältnisse atemberaubend gestalteten Zwischensequenzen erzählte Story. Während schon Teil 1 und 2 mit gezeichneten Cutscenes eine spannende Handlung vorantrieben, gelang mit Wing Commander 3 Heart of the Tiger der Quantensprung. Es gilt als der prominenteste Vertreter der Full-Motion-Videowelle in den 90er Jahren. Mit dem Siegeszug der CD-ROM begann sich nämlich auch das Subgenre des interaktiven Films zu bilden, als deren erster echter Vertreter Heart of the Tiger vermarktet wurde. Spieleentwickler wurden zu Regisseuren von B- oder auch mal C- oder L-Movies. Die meisten Spiele mit Full-Motion-Video-Inhalt waren Adventures und bedienten sich unbeholfener Schauspieler. Heart of the Tiger-Produzent Chris Roberts hingegen machte Nägel mit Köpfen. Er durfte die damals astronomische Summe von 4 Millionen Dollar in sein Projekt stecken. Er engagierte Stars wie Malcolm McDowell, John Rhys Davies und Thomas F. Wilson, bekannt als Biff aus Zurück in die Zukunft, für sein Werk. Im Ableger Privateer 2 bekamen wir sogar Christopher Walken und Clive Owen in einer seiner ersten Rollen zu sehen. Für Wing Commander 4 durften sogar 12 Millionen Dollar verpulvert werden. Das ermöglichte echte Sets und eine noch aufwendigere Inszenierung einer noch komplexeren Story. Für uns, die wir von modernen Spielen etwas verwöhnt sind, mag das Ganze jedoch ein bisschen cheesy wirken. Immerhin wird hier unmissverständlich klargemacht, er ist der Böse. Well, I'd call that a successful test. Renegade Pirates, I tell you. No, it's worse. The Waterworld's militia is behind it. Was macht eigentlich der Bauernstammtisch hier im Parlament? Let us not allow lust for revenge to cloud our thinking. Herr McDowell hat die besten Sätze. Hat er vielleicht selber geschrieben. Aber um fair zu bleiben, die meisten Dialoge sind immer noch besser als die größten Teile irgendwelcher Bruckheimer Blockbuster und die Inszenierung ist immer noch top. Zurück zu Teil 3. Das Cover von Heart of the Tiger zierte eine aufgehübschte Version von Mark Hamill. 10 Jahre nach Star Wars war er wieder zum Hauptdarsteller einer Sternensaga geworden. Die Handlung von Wing Commander ist allerdings weit weniger romantisch als George Lucas' Weltraummärchen. Das Setting erinnert eher an eine Mischung aus Kampfstern Galactica und dem späteren Starship Troopers. Die Menschheit liegt im 27. Jahrhundert im Krieg mit den Kilrathi und Protagonist Blair ist als einer der besten Kampfpiloten an Bord eines Schlachtschiffes mit dabei. In den Vorgängerspielen hatte der blauhaarige Held übrigens noch keinen Namen. Auch wenn das Gameplay der Reihe wie gesagt absolut taugte, waren es dann aber doch die Filmschnipsel, die zum Weiterspielen motivierten. Die Handlung um Blair und den Krieg um ihn herum war nicht nur episch und sehr persönlich zugleich. Durch die verschiedenen Gesprächsoptionen ergab sich zudem eine verschachtelte Story mit verschiedenen Enden. Auch verschiedene Romanzen standen für Blair zur Wahl. Das war damals alles so perfekt aufeinander abgestimmt und dadurch ein cineastisches Erlebnis, dass Wing Commander 3 ein Must-Have für jeden Zocker wurde. Das heißt, für jeden, der die entsprechende Rechenleistung mitbrachte. Ein 486er mit 50 MHz musste es damals schon sein. Aber unter einem Pentium war der Titel oft nicht spielbar, 4 CDs mussten im Laufwerk jongliert werden. Trotz dieses offensichtlichen Mankos vergab die PC Games damals satte 96%, wodurch Heart of the Tiger für lange, lange Zeit die Rankings anführte.
Inzwischen sind wir von unserem Lieblingsmedium dann doch ein bisschen verwöhnter, was die Dramaturgie angeht. Neben den cheesy Dialogzeilen gibt es vor allen Dingen das Problem, dass die meisten Charaktere an Bord des Raumschiffes absolute Abziehbildchen sind. Es gab Maniac, den Angeber, das Arschloch, die Frau zum Anschmachten, den Typen mit der Gitarre und die Tussi mit dem Messer. Viel mehr Tiefe bekamen die Figuren nicht und wenn, dann mit dem Holzhammer eingeprügelt. Die Filmsequenzen wurden komplett vor Greenscreen gedreht, wodurch natürlich alles etwas statisch wirkt. Die hervorragenden Darsteller, die gute Inszenierung und die stimmungsvolle Musik vermochten aber auch darüber hinwegzutäuschen. Und die Masken der Kilrathi sind aufwendig, aber an sich Geschmackssache. Auch die sehr düstere Richtung, die die Story am Ende nimmt, und die eher unethischen Aktionen, die vom Spieler verlangt werden, würden vermutlich heute für Aufruhr sorgen. Generell spielt Hamill hier nicht den Sunny Boy, den wir von Luke gewöhnt sind, sondern beweist durchaus auch Charakterschwächen, macht Fehler und leidet generell unter dem seit Jahrzehnten andauernden Krieg. Teil 4, Price of Freedom, machte filmisch einiges besser, auch dank des erwähnten astronomischen Budgets. Die Story wurde hier deutlich tiefgründiger und auch die Charaktere wurden glaubhafter. Der Schwerpunkt lag generell mehr auf den Filmszenen. Die Entscheidungen, die hier getroffen wurden, konnten über den Ausgang des Spiels entscheiden. Im viertelstündigen Intro holte Maniac erstmal Blair aus seinem Ruhestand in der Mos Eisley-Kantine zurück. Natürlich fragen wir uns, was der Titel Price of Freedom zu bedeuten hat. The price of freedom is eternal vigilance. Und erfahren es in den ersten Minuten des Spiels, die auch Neueinsteiger auf den neuesten Stand bringen. Er hier wird übrigens später noch jede Menge Bugs auf Clendarthu rösten müssen. Schön, wenn man nicht auf eine Rolle abonniert ist. Aber worum geht es eigentlich wirklich? Die Kilrathi sind besiegt, aber die Menschheit wird von ihresgleichen angegriffen. Blair kommt einer großen Verschwörung auf die Schliche. Und im Grunde geht es gegen, Achtung Spoiler, Weltraum-Nazis. Die sind ja auch gerade wieder in Mode. Die Erfahrung war in Teil 4 glaubhafter, die Story interessanter und The Price of Freedom ist dadurch aus meiner Sicht das beste interaktive Full-Motion-Video-Film-Spiel-Ding, auch wenn die hohen Kosten den finanziellen Erfolg schmälerten. Wing Commander 5 konnte an diese Erfolge nicht mehr anknüpfen und auch der Kinofilm, in dem Chris Roberts dann die Vorgeschichte zu den Spielen erzählte, scheiterte an kruden Designs, Logiklöchern und mieser Besetzung. Tot ist Wing Commander deswegen noch lange nicht. Es gibt immer noch eine sehr aktive Fanbase, die unter anderem 10 Jahre lang an dem Epos Wing Commander Saga werkelte, das einen guten Einstieg für Neulinge bildet, die mal einen Blick in die Materie werfen wollen. Und am ersten Tag, nachdem es dieses Spiel gab, wurde es auch gleich 50.000 Mal heruntergeladen. Das macht doch Hoffnung. In diesem Sinne... The price of freedom is eternal vigilance. Genau,